Hey Leute, Wolfgang hier. Meine kurze Frage an euch. Ich habe ja im Videotraining auch mal erwähnt, dass ich Typo 3 auf Windows mit Docker und DLF installieren wollte und dass das bei mir nicht so richtig funktioniert hat aufgrund der Performance. Jetzt würde mich interessieren, wer von euch nutzt denn Docker und DLF auf einem Windows-Rechner und wie zufrieden bist du mit der Performance? Und was hast du gemacht, damit die Performance gut ist? Ich kann es halt von mir sagen, ich habe es auf einem ThinkPad probiert mit einem i5-Prozessor und 8 GB RAM und da war Docker unbenutzbar langsam. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wenn du Docker und DLF auf Windows nutzt, was hast du für einen Rechner, wie ist die Ausstattung, was hast du eventuell an den Settings von Docker verändert, damit das Ganze performant eben läuft und richtig schnell läuft vor allem. Ja, wenn jemand von euch das nutzt, schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie ihr das eingerichtet habt, was ihr da gemacht habt, was ihr für eine Hardware-Ausstattung habt. Mich würde einfach mal interessieren, ob man da wirklich so einen super ausgestatteten Rechner braucht oder ob man das nicht auch auf einem relativ normal ausgestatteten Rechner, der jetzt nicht high-end super aktuell ist, zum Laufen bringen kann. Schreibt es einfach gerne mal in die Kommentare, das würde mich echt mal interessieren. Bis dann.